Sorry, ich kann die Perspektive hier gerade nicht richtig verändern. Das ist jetzt eine von unten Perspektive, weil ich gerade den Laptop nutze, um aufzunehmen. Aber hier habe ich eine HD-Kamera. Also nicht Full HD, aber zumindest 720p. Und heute ist Tag 14 des Saftfastens. Und ja, ich gucke, dass ich irgendwie den nächsten Laptop auf den Podest stelle, irgendwie so. Das ist irgendwie besser. Irgendwie ist das langsamer in den Bewegungen mit der Kamera. Also mit der. Die Verzögerung ist größer. Also heute ist Tag 14 und ich wiege jetzt genau 76 Kilo. Also nochmal ein Kilo abgenommen in einem Tag, obwohl ich gestern nur einmal 40 Minuten Sport gemacht habe. Zuerst würde ich sagen, dass ich gestern wieder barfuß laufen war, genau wie vorgestern und vorvorgestern. Und diesmal waren es 8,5 oder ne, 8,6 Kilometer. Jetzt habe ich, glaube ich, lass mich kurz überprüfen. Nee, keine Blasen. Also hat sich gestern so angefühlt, ist aber direkt schon wieder regeneriert. Hatte sich, also ich bin auch auf so Wegen gelaufen, die, ich weiß nicht genau, woraus die bestehen, wo die irgendwie aus Teer bestehen und überall so kleine spitze Steinchen eingeteert wurden und auch rausgucken. Da bin ich auch barfuß drauf gelaufen, also ohne diese Schuhe auch. Und aber mit der richtigen Meditation, sage ich mal, geht das. Das ist das gleiche wie über heiße Kohlen laufen. Das ist auch wieder Qi-Energie im Prinzip. Und ja, somit funktioniert das. Und ich glaube, ich werde es versuchen, komplett barfuß zu laufen. Also mit den Schuhen, da habe ich jetzt eine andere Schnürung ausprobiert, aber die hat auch nicht so wirklich funktioniert. Also entweder ist irgendwas zu fest oder zu lasch. Und wenn es und wenn es genau richtig ist, dann löst sich auch trotzdem manchmal was. Also das ist relativ komplex, finde ich, die Schnürung. Also relativ schwierig, dann richtige Schnürung zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, trainiere ich einfach die Füße komplett für barfuß, dass ich halt auch Steinchen und sowas und Untergrund aushalte. Also einmal mit dem Scannen vom Boden, dass ich dann vorbereitet bin und meine Energie halt sozusagen darauf konzentrieren kann. Was halt das Prinzip der Qi-Energie ist. Das mache ich sowieso schon mein ganzes Leben lang, ohne halt zu wissen, dass es so heißt. Zum Beispiel, wenn ich halt nachts im Dunkeln im Wald laufe, habe ich früher schon öfters gemacht. Und dann ist aber ein Ast, wo man drüber stolpert oder fallen kann. Ich merke das dann sofort, vielleicht auch durch die Reaktionsgeschwindigkeit. Und meine ganze Konzentration und Energie ist dann darauf und dann habe ich das richtig schnell überwunden. Und da werde ich mir halt auch die Hornhaut gleichzeitig noch antrainieren, indem ich hier barfuß laufe, aber ich bin auf jeden Fall ordentlich langsamer. Also richtiges Training ist das momentan nicht, das ist allerhöchstens ein nicht absinken der aktuellen Trainingsleistung. Aber das reicht mir halt erstmal. Dauert halt alles so seine Zeit. Und zum Saftfasten, wie gesagt, bin ich jetzt auf 76 Kilo runter. Das heißt, ich habe jetzt hätte ich eigentlich zum Anfang jetzt sagen müssen, wäre besser gekommen. Also ich habe jetzt in 2 Wochen Saftfasten genau 10 Kilo abgenommen. Davor 2 Wochen, wo ich wenig gegessen habe, hatte ich 4 Kilo abgenommen. Aber 10 Kilo in 2 Wochen ist schon ganz ordentlich, würde ich sagen, obwohl ich hätte noch viel mehr machen können. In den letzten Tagen, in der letzten Woche war ich ziemlich lauffaul, muss ich sagen, weil auch das Barfußlaufen dazwischen gekommen ist und ich halt wirklich keine Lust mehr habe, mit Schuhen zu laufen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal versuche, mit Schuhen zu laufen. Wahrscheinlich werde ich es heute machen, weil ich war zwar gestern, vorgestern, vorvorgestern laufen, aber das waren halt nicht so richtige Läufe. Das hat mich, ja, es war halt so okay, so das Mindestmaß, dass man so an Sport so machen kann, dass man sich gut fühlt und sowas. Aber so richtig war es halt auch nichts Anstrengendes und so weiter. Und ja, ich denke mal, ich werde es einfach mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass das ein Lauf mit Schuhen jetzt schaden wird. Also ich werde es halt so machen, dass ich jetzt eher die Läufe mit den Schuhen supplementiere, anstatt die Barfußläufe zu supplementieren. Aber schon ganz gut, dass ich da fast komplett barfuß 8,5 Kilometer gelaufen bin. Beziehungsweise die ersten Kilometer bin ich halt mit den Schuhen gelaufen, dann wurde das mit der Schnürung zu lasch alles und gleichzeitig waren einige Schnüre um die Achillessehne und vorne, was zwischen großen Zeh und dem nächsten Zeh ist, das wird irgendwann zu nicht streng, wie nennt man das, zu eng.
Und hat dann da irgendwie ein bisschen reingeschürft, sage ich mal. Jetzt nicht reingeschnitten, aber reingeschürft. Das war zu krass. Ja, ich denke mal, dass ich noch 6 Kilo verlieren werde, ganz gut. Also sieht auf jeden Fall so aus. Also es sind jetzt hier noch keine klaren Definitionen, Strukturen, würde ich sagen, kommt jetzt noch nicht so richtig klar raus. Aber ich bin der Meinung, dass ich an Muskelmasse jetzt nicht wirklich verloren habe, sondern wirklich nur an dem Wasser und nennt man es Inflammation, also ja, dadurch wird das wird ja mit Wasser ausgepuffert, dass ich das halt aus dem Muskel verloren habe, aber jetzt nicht wirklich an Kraft und Effizienz und jetzt der reine Muskelquerschnitt. Aber das wird man dann halt sehen nach dem Saftfasten, habe ich ja schon mal gesagt, wie dann meine Kraftleistung aussehen und wie die Kraftsteigerung dann auch vor allen Dingen aussehen werden. Es dauert halt noch ein bisschen, aber 2 Wochen werde ich jetzt halt noch dranhängen, weil ich halt so eine Tiefenreinigung mitnehmen wollte, ganz gerne. Und laut Erfahrungsberichten tritt die so erst nach drei Wochen tritt die erst ein. Und deswegen reichen mir erst 2 Wochen noch nicht. Und wenn ich halt 2 Wochen jetzt schon mal gemacht habe, ist es ganz gut, die Tiefenreinigung erstmal direkt mitzunehmen. Und dann kann man halt immer noch in Zukunft Saftfasten machen, wo man halt weniger Tage macht, weil man halt schon mal eine Tiefenreinigung gemacht hat. Dann braucht man halt nur noch oberflächlich reinigen. Aber wahrscheinlich werde ich dann auch irgendwann nochmal eine zweite Tiefenreinigung machen. Vielleicht werde ich es auch noch viel länger durchziehen, wer weiß, vielleicht komme ich Tiefenreinigung noch nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt auch schon wieder ganz gut rückvergiftet. Das sieht man auch wieder an den Augen, dass die Nieren ordentlich zu tun haben. Oder was, die Leber, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beides für die Entgiftung zuständig. Ich habe halt auch jeden Morgen und auch einmal zwischendurch ziemlich dunklen Urin, obwohl ich halt nur ein, zwei Gläser Saft am Tag trinke und da gar nicht so viel Giftstoffe drin sein können oder so viel, nicht nur Giftstoffe, also alles, was der Körper halt nicht gebrauchen kann. Waste, sage ich mal. Trinke aber trotzdem dreimal 1 Liter Wasser am Tag, einfach so zusätzlich. Heute werde ich nochmal einen Einlauf machen. Das hat ziemlich gut gewirkt. Also richtig gut eigentlich. So wie eine Sporteinheit. Und dann werde ich heute einen Gemüsesaft auch trinken. Vielleicht gleich schon. Und vielleicht mache ich heute sogar 2 Einläufe. Und heute werde ich auf jeden Fall nochmal laufen. Und Krafttraining steht heute auch an. Ja, mehr nehme ich mir auch für den heutigen Tag insgesamt nicht vor, außer halt über sehr viele Dinge, über relativ viele Dinge nachdenken und planen, also geistige Sachen. Obwohl ich halt hier auch körperlich was machen müsste, aber ich mache halt dann schon so viel körperlich, und dann schiebe ich dann andere gerne auf. Ja. Naja, aber muss halt Prioritäten setzen. Aber ich könnte eigentlich noch viel mehr Sport machen, wie gesagt, aber das habe ich mir erstmal sozusagen eine kleine mentale Auszeit. Das ist für mich eine Auszeit, wenn ich nur 1 Kilo am Tag abnehme. Quasi. Nee, ist schon krass, muss man sagen. Ist schon ganz gut. Aber ich, wie gesagt, vergleiche ich da halt auch nicht mehr mit anderen Leuten oder mit der Gesellschaft allgemein, was als normal gilt oder als extrem gilt oder sowas. Für mich bin ich normal halt. Also jeder ist für sich selber halt irgendwie normal, solange man mit sich selber klarkommt. Und solange man mit sich selber gut klarkommt, hat man auch keine Störung oder sowas. Die Bezeichnung bzw. der Begriff Störung, der sagt ja nur, wenn man sich selber von irgendwas gestört fühlt. Nicht, weil man irgendwie in den Augen der Gesellschaft anders ist oder sowas. Das ist dann Missbrauch des Begriffs Störung und nicht in der eigentlich psychologischen Definition mehr entsprechend. Ach ja, und bitte diese Pinnwand im Hintergrund ignorieren. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut, trotz der immer noch anhaltenden Entgiftung und damit Rückvergiftung. Ich hätte auch mal wieder Bock auf schweres Krafttraining, muss ich sagen. Naja, nicht in die Länge ziehen. Bis dann. Ciao.